Hey! Hallo und herzlich willkommen, ich bin Gustav Witt und herzlich willkommen zurück zu der Warzone Weapon Challenge. Oh mein Gott, war das eine geile Runde! Dafür machen wir die Oli Challenge! Heute mit der CX9, die neueste Waffe in Warzone oder MW. Und das meine ich nämlich auch so, weil wir werden die zusammen erst einmal auf Gold spielen. Eine Runde Multiplayer. Und danach gehen wir rein und holen uns den Win mit nur CX9 Kills in Solo. Am Ende zeige ich euch die Klassen, die ich gespielt habe. Ich kann mit jeder Waffe Kills machen, bis ich eine CX9 haben kann. Und dann nur noch mit der CX9. Und in dem Fall ist das nicht nötig, weil ich erst die CX9 habe, bevor ich meinen ersten Kill mache. Ist das jetzt gut oder schlecht? Für die Goldtarnung brauche ich noch 3x3 Abschüsse, ohne zu sterben. Ich glaube, das kriege ich hin. Ich sag ja, Multiplayer-MW ist nicht so heftig, aber Multiplayer von CW ist halt einfach viel schlechter. Ja. Ja, ich glaube, ihr könnt schon langsam sehen, was ich meine, wenn ich sage, die Waffe kann eine Sache gut. Oh! Spielt er gerade die 725 oder was? In Damaskus. TK. What people are alive, man? Also. Ui, da ist nee, ich habe Zusammenflecken drin, deswegen können mir die Leute gar nichts hier. Ui, da wusste er, dass ich komme. Ey, Mann. Ja, das ist der gleiche, den ich getötet hatte. Ja, gut, er kommt einfach pre-aimed um die Ecke. Oh. Lul. Er dachte, das sei eine gute Pose, glaube ich. Die sind schon um die Ecke gelaufen. Ich bin irgendwie hinterher. Da war jetzt einer. Hier ist noch einer. Woher wusste, dass ich da bin? Ah, shit, ich hab doch zusammenflicken. Da, der erste Triple. Das kann sein, ich weiß nicht, ihr kennt das. Der zählt manchmal falsch mit. Kann sein, dass wir nur zwei brauchen oder so. Den haben wir. Ich bin gespannt, wie sich das gleich in Warzone auswirkt. Nein, ich war nicht nachgeladen. Das wäre ein easy. Ich gehe da nicht rein. Der hat die Shotgun hat, ja. Jawohl, da war der dritte. Der zweite meine ich, der zweite mal drei. Ruhe, siehste, das meine ich. Ich habe garantiert nicht drei davon gemacht. Aber wir haben jetzt Gold. Wir spielen mal die Runde zu Ende. Auch wenn die echt nicht so die beste Runde war. Oh. Von der Granate? Ich habe nicht mehr bekommen, dass eine Granate auf mich schießt. Ja, die Waffe ist schon präzise. Sie macht einfach nur wenig Schaden, ne? Oh yes, er hat mit Shotgun von da hinten geschossen. Hey! Ich lasse das jetzt unkommentiert, Chat. Ja, was für Chat, ich bin nicht live. Ja, aus der Hüfte, ne, da ist sie ungefähr vergleichbar mit der MP5. Nur, dass die MP5 einfach besser ist. Schädeltarnung, sehr, sehr schön. Haben wir die Goldtarnung. Nee, sorry, das sieht nicht gut aus. Nee. Nee, Mann. Nee. Platin-Tarnung. Oh. Oh, das finde ich schick, muss ich sagen. Gefällt mir. Ich glaube, das ist erstmal the way to go. Und wir haben noch Darmask. Nee. Ja, Multiplayer ist es nicht. Ich gehe wieder zurück in Warzone, man. Auch wenn Warzone derzeit auch sehr anstrengend ist. Aber nicht. Wenn ich hier ein paar Runden hinkriegen würde, dann wäre ich dabei, Junge. Komm, wir gehen jetzt. Ich erkenne mich, ich lande ihn gerne immer nur an demselben Stellen. Dann mache ich immer nur wegen den anderen Leuten. Weil die sollen immer an den gleichen Stellen landen. Ich würde am liebsten keine Kills vorher machen. Dankeschön. Ich mochte das Auto. Ich habe jetzt meinen Hitmarker-Sound geändert. Ihr habt es gehört. Endlich, ne? So, wir gehen ja voll auf Nahkampf erstmal. Ich habe so eine richtige Hüftfeuer-Monstermaschine gebaut. Okay. Zum Glück war der nicht so gut. Und wo werde ich denn da angezielt? Ist das von da ganz oben oder was? War da hier vorne. Okay. Zum Glück trifft er nicht so gut, ne?
Ja gut, wie spiele ich das denn jetzt? Ich habe kein Auto. Ich habe Geld immerhin, aber ich, das kann ich jetzt kaufen, weil der, der guckt ja genau hin. Seht ihr, warum man Sniper spielt derzeit? Ich kann halt einfach nichts dagegen machen, dass er da oben rumcampt. Wir haben nur noch 60 Leute am Leben in die erste Zone. Nur noch ein Drittel der Lobby. Zweite Zone hat noch nicht begonnen. Sag mal, das war doch früher anders. Und oh, er springt runter. Boah, ich muss so gegenhalten, das ist schon fast lustig. Nice. Lebt er noch? Oh, guck mal, wir kommen endlich mal zu Kills. Es lebt aber kaum noch einer. Wir benutzen die ganze Zeit nur die hier. Weil die Leute weit weg sind. Nice, jetzt können wir die hier benutzen. Hm. Ich find's komisch, dass er mich da verfolgen kann. Ich weiß, wie es wäre, wenn ich gestunt wäre. Ich könnte da niemanden so verfolgen quer. Ey, guck mal, wir haben 4 Kills gemacht. Let's go. Immerhin, Mann, immerhin. Man muss sich mit allem zufrieden geben, was man nicht abkriegen kann, ey. So los und schnell tot. Ich bin halt extra erstmal auf meine Waffe gegangen. Hab dadurch wahrscheinlich die ersten, ich weiß nicht wie vielen Kills verpasst. Theoretisch gesehen müsste noch einer sein. Ich glaube, der hatte eine Armbrust. What? Das sieht man selten. Alright, wo muss ich hier? Scheiße. Ich glaube, wir finden uns gleich im Gulag wieder. Ich muss halt so weit. Ach du. Grüne 9. Also keines der Kills, die wir bisher gemacht haben, war irgendwie gut oder mit einer anderen Waffe nicht so gut zu machen oder so. Das ist mein Problem mit der Waffe. Ich habe noch nicht so richtig verstanden, wo drin sie besser ist als andere. Ich hab schon gehört, so, oh, mit Headshot-Schaden ist die Folge, bla bla. Keine Ahnung, kommt mir nicht so vor. Ich hab's ja auch zum Snipen dazu mal mitgenommen und da mal versucht, so als ne SMG-AR-Hybrid. I don't know, irgendwie, also mir gefällt die Waffe halt irgendwie gar nicht. Ach, Digga, es leben 16 andere auf diese Zone. Totenstille, ne? Ja gut, meine Katze spielt immerhin etwas. Ja, sobald ich jetzt gegen Sniper kämpfen muss, habe ich ein Riesenproblem. So eine lockere Runde eigentlich, ne? Nur ein bisschen rumlaufen. Gerade angeguckt. Immer noch. Hä? Wer aimt mich denn an? Ich habe keinen Bock auf einen Snipe. Aber ich sehe niemanden aimen. Das muss auf den Dächern hier gewesen sein. Alarmiert mich gerade verarscht? Nein, hat's nicht. Oh. Fordere Beschuss auf mein Ziel. Hier ist Striker 3-1, alles klar. Shit, man. Links runtergeflogen. Imagine, ich hätte eine Krieg gehabt oder. Nein, gut, irgendeine. Ja, wahrscheinlich sogar schon. Hätte ich ja wirklich easy holen können. Free Kills are good Kills. Oh, wow. Da kann man irgendwo rein. Er hat überlebt. Ich glaub's nicht. Er hat's einfach überlebt. Ich hätte höchstens halt ein bisschen in der Zone bleiben können und runtergucken, aber... Habe ich nicht. So, schön aus der Hüfte. Ich kann sagen, da vorne wird schon irgendjemand noch sein. Nice. Ich habe keine Muni mehr. Wer hätte das gedacht? Bitte nachladen. Nur noch 3 andere. Shit. Ja, wir haben Sniper. In der viel besseren Posi. Ach du Scheiße. Der hat so eine kranke Position. Oh, er hat es aber oben drauf gemacht. Die müssen jetzt da runter, wenn die oben sind. Ja, die sind oben. Jawohl.
Wissen auf jeden Fall von mir. Alarmiert hat mich gerettet. Eine geile Runde eigentlich. Das war so spaßig, das runterzuspielen. Obwohl wir so, meiner Meinung nach, im Nachteil waren mit den Waffen, haben wir trotzdem gewonnen. 11 Kills, alle mit dieser einen Waffe. Also alle mit der CX-9. Ich wiederhole mich immer und immer wieder, aber dafür machen wir die Oli-Challenge. Let's go, man. Oh mein Gott, ich bin so stolz. Ich sage euch das nur kurz, Klassen. Nicht zu vergessen übrigens, ne, falls ihr es nicht wisst. Ich streame jeden Tag außer Montag, Freitag ab 14 Uhr, also auch heute. Wir spielen derzeit Warzone und Dark Souls 3. Dark Souls 3 kann ich auch nur empfehlen. Das ist einfach nur Frust, Freude und Erfolgsmomente, die wir zusammen im Stream feiern. Richtig geil. Ich habe übrigens auch noch einen Zweitkanal, auf dem ich Highlights hochlade. Auch viele Warzone-Highlights. Auch da mal nachgucken. Ich glaube, das ist der zweite Link in der Beschreibung. So, wir haben hier die Nahkampfwaffe. Die macht halt Spaß aus der Hüfte. Aber andere Waffen sind einfach besser. Wenn wir das jetzt mit MW-Waffen vergleichen, die MW-MP5 ist einfach besser. Also die hat eine bessere Time-to-Kill im Nahkampf. Mit Chest-Shots auf jeden Fall. Und beide sind auf Entfernung nicht gut. Dann hast du aber eine MP7, die im Nahkampf auch ziemlich gut ist, aber die kannst du auch noch im Fernkampf benutzen. Also ich kann die einfach nicht weiterempfehlen und vor allen Dingen nicht diese Version, Junge. Mit Scout-Kampf-Visier. Ich nehm's an, Mann. Ich nehm's an. Das war auf jeden Fall, das war spaßig, Mann. Wir haben sie auf Gold gemacht. Wir haben die Oli-Challenge geschafft. What more do you want? Kuss geht raus, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Oh, will you fucking find me?